So, Freunde, bevor das Video jetzt mal kurz losgeht, habe ich was ganz kurzes anzusprechen. Und zwar, aus irgendeinem Grund hat jetzt mein Mikrofon-Sound an manchen Stellen ist er leiser geworden. Das fand ich ganz seltsam. Weil ich habe das nicht, also es liegt nicht an der Software, sondern eher an meinem Mikrofon. Also ich glaube, mein Mikrofon, das hat es hinter sich. Das hat es einfach hinter sich. Und es tut mir echt mega, mega leid, dass das jetzt so verpeilt war. So, um das jetzt kurz nochmal zusammenzufassen. Also ihr merkt, wie peinlich mir das ist. Ab 2:04 gibt es absolut keine Probleme mehr mit dem Mikrofon. So, das Problem ist gar nicht so groß. Doch ich will halt wirklich, dass ihr diesen Part guckt, weil dieser Part ist wirklich gut geworden, ja. Also das ist meine persönliche Meinung. Bei dem Part habe ich wirklich gut kommentiert und es ist einfach unterhaltsam. Es wäre schade, wenn ihr jetzt deswegen schon abschalten würdet. Aber so ab 2:04 gibt es keine Probleme mehr, was das angeht. Ich habe jetzt die erste Stelle nachkommentiert. Aber das schreibe ich auch noch alles mit Text und so weiter und so fort. Also ich habe mir wirklich jetzt mehr Mühe gegeben, als ich jetzt eigentlich hätte müssen. Trotzdem. Ich wollte euch halt ein gutes Video liefern und das gehört halt auch dazu, dass halt das Mikrofon gut klappt. Ja, du scheiß Mikrofon, bitte. Bitte funktionier einmal, quasi nicht einmal, in irgendeinem Part richtig funktionieren. Das macht mich sowas von furios. Egal. Habt viel Spaß mit dem Video. So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play SMG. Wir spielen in der Feuereruption weiter. Das Ganze ist jetzt nachkommentiert. Und deswegen gibt es halt auch keine Musik, weil ich halt diesen leisen Mikrofon-Sound rausschneiden musste. Vielleicht packe ich noch irgendwie Hintergrundmusik rein, aber ja. Der Dino Piranha. Nee, der Dino Piranha ist, glaube ich, richtig. Ja, das ist halt auch gar nicht das Thema. Ich bin mal sehr gespannt, was uns jetzt in dieser grausamen, wirklich unfassbar grausamen Galaxie erwartet. Gottes Willen, ich könnte kotzen, wenn ich diese Galaxie einfach nur... Ja, ich kriege Augenkrebs, ohne Spaß. Gut. Ich habe gerade echt ein bisschen Sorge, weil bevor ich diesen Part aufgemacht habe, musste ich zweimal hintereinander, also richtig schnell hintereinander, musste ich küssen. Ich habe Sorge, dass das ist ja so ein Vorzeichen für Diabetes. Echt Sorge, dass ich hier so ein Diabetes bekomme. Aber ich habe jetzt auch keine pelzige Zunge oder so oder sowas. Wahrscheinlich mache ich mir wieder nur zu. Wahrscheinlich mache ich mir wieder Sorgen, die ich eigentlich überhaupt nicht machen muss, aber. Ne, man soll ja vorsichtig sein, ansonsten. Ne? Wer nicht vorsichtig lebt, der lebt verkehrt. Das sage ich ganz bewusst. What the fuck? Seit wann können die denn da durch? Nein. Oh, ich weiß nicht, mit so, egal. Wird schon nicht wichtig gewesen sein. Okay. Sieht sehr interessant aus, aber ich glaube, mir kommt das alles ziemlich bekannt vor hier. Okay. Was muss ich jetzt wieder tun hier? Nicht alle diese Viecher besiegen. Gibt es hier irgendwie wieder sowas, was man anzünden muss? Das hatten wir ja schon im letzten Stern. Oder was muss ich jetzt hier tun? Hallo, sagt mir das mal einer? Oh Gott, ganz schön knallt. Ich lebe hier echt. Okay, das war keine gute Entscheidung. Hey, was muss ich denn jetzt tun? Das verstehe ich nicht ganz, du. Hier auf der Seite war ich noch nicht. The hell? Okay. Hier ist aber gar nichts. Das macht mich krass so ein bisschen. Jetzt bin ich gerade. Stehe ich gerade echt ein bisschen auf dem Schlauch. Nee, ist klar, Alter. Ist klar, du. Wait a second. Brauche ich hier. Muss ich echt alle Gegner killen oder so ähnlich? Ja, wäre das ja voll schade. Klar. Wir fällt direkt wieder da rein. So. Ich musste doch nochmal eine Szene neu kommentieren. Weil die Szene hatte ich noch vergessen. Da ist anscheinend auch der Mikrofon-Sound kurz runtergegangen, aber alles gut. Ich kommentiere es ja jetzt nach. So, hier musste man alle Gegner besiegen, damit ein Sterntor erscheint. Dabei stelle ich mich mehr oder weniger gut an. Kann man sich drüber streiten, ob ich mich jetzt gut anstelle oder nicht, aber ja, ich glaube doch, dass ich das ganz gut hinbekommen habe. Ja. Ansonsten glaube ich. Ah, nein, genau, jetzt lass ich mich da, glaube ich, einmal treffen. Es ist auch sehr intelligent. Da, genau da. Alter, da habe ich mir auch so voll aufgeregt, weil die Hitbox einfach so krank groß ist von diesen Teilen. Ich bin jetzt nicht ausgerastet oder so, aber. Wow, das war auch sehr schlau.
Also man sieht, exzellent spiele ich hier. Das können wir hier, jetzt trickse ich hier ein bisschen, zumindest versuche ich's. Ich glaube, ich schaff's dann auch irgendwann. Na komm. Er wird's bald. Okay, jetzt hat er's geschafft. Oh mein Gott, das war skellig. Das war geil. Das war echt geil, war nicht. Okay, hier muss ich. Ja, also es wäre jetzt blöd, wenn ich immer sagen würde, was ich machen soll, aber. Boah, Alter. Eieiei, Alter, ich bin ganz ehrlich ziemlich skillig. Ohne Witz. Das ist sehr geil, dass ich so skillig bin. Nice. Ja, souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit, ne? Oh mein Gott, Alter. Ich wär wirklich sehr gespannt gewesen, was ich da im Original labere. Das geht's auch weiter. Ja doch, haben wir alles geschafft. Muss ich dann nur wieder irgendwie hochkommen? Falsche Richtung, mein Freund. Du doch nicht. Easy. Hey, das lief doch eigentlich komplett glatt alles bisher. Cool. Wir nähern uns jetzt auch schon der Zielgeraden dieses Sterns hier. Ich werde mich aber trotzdem mal umschauen. Wieso sind jetzt überall solche kleinen Dinger? Bringt mir doch eigentlich nicht viel. Oh! Fuck. Moment, aber die Sternteile will ich alle haben. Weil die scheinen mir ja doch schon. Ach komm, fick drauf. Scheinen mir doch schon ziemlich viele zu sein hier. Uiuiui, hier sind auch ganz schön viele Sternteile. Die brauche ich nämlich auch alle. Ich muss mich aber trotzdem so ein bisschen auf Spielgeschehen konzentrieren. Aber hat ja alles hingehauen. Dich beachte ich jetzt, glaube ich, erstmal nicht, weil wir haben ja noch die 5 Sterne. One-Ups brauchen wir jetzt auch keine. Haben wir noch 6 Leben. Und dir geht's jetzt an den Kragen, meine liebe Dino-Piranha-Dame. Die sogar brennt. War das nicht sogar der erste Stern von Super Mario Galaxy? Ja, nee, ist klar. War das nicht sogar der erste Stern von Super Mario Galaxy? Doch, Super Mario Galaxy. Was ist denn jetzt hier los? War das nicht sogar der erste Stern? Und das ist wahrscheinlich nur ein bisschen schwieriger. Da ist wahrscheinlich Nintendo ein bisschen die Ideen ausgegangen, aber ne, das muss ja auch mal sein, ne? Okay, was haben wir jetzt hier für ein Beauty gezogen? Okay, immer wenn der Schwanz aufhört zu brennen. Oh mein Gott, das hört sich so krank. Das hört sich wieder so krank an. So krank zweideutig an. Ist die schon wütend? The fuck? Ich hab die doch nur einmal bisher getroffen. Sag mal, also der Bosskampf scheint aber bisher auch so ein bisschen einfach zu sein. Nintendo. Also entweder die braucht jetzt 6 Hits oder so, oder das ist halt total einfach, ne? Oh Gott, das ist aber tatsächlich nicht so verdammt leicht. Wenn der immer wechselt, der scheiß Bremseschwanz. Mal Longjump kassieren. Ja, nee, das bringt's aber nicht. Ah, Mann, hab ich dich. Das war's schon. Das ist nicht euer Ernst, Nintendo. Okay, ich nehme alles zurück. Die Schwierigkeit lässt ja fast schon nach. Pups, einfach war das mal wieder. Also, what? Da hätte ich mir jetzt mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, gib mir den Stern. Und vorher noch diese Starbits hier, bitte. Das wäre nett. Weil die brauche ich, um mir noch die Gott, jetzt hab ich einen richtigen Brainlag gehabt. Die Gumenomas zu füttern. Die wollen ja auch schließlich satt werden. Das heißt, die werde ich jetzt auch noch schnell füttern. Unser erster Stern mal wieder hat jetzt 7 Minuten gedauert. Ist für einen regulären Stern wirklich wenig eigentlich im Vergleich so zu den letzten Sternen. Deswegen bin ich zufrieden. Ich bin wirklich zufrieden. Also dann, gucken wir mal. Ach, hier gibt's noch einen Secret-Stern, okay. Dann, hier gibt's auch gar keinen Boss, fällt mir gerade auf. Das habe ich auch noch gar nicht bemerkt, okay. Egal, dann holen wir erstmal den Secret-Stern, vorausgesetzt, ich finde ihn. Aber ich glaube, das sollte passen. Und ich glaube, heute schaffen wir vielleicht sogar schon die 100 Sterne. Wäre auf jeden Fall echt Zucker, wenn wir das schaffen würden. Im ersten ist das so, ja. So, ja. Wir finden den Feuerkessel, so hieß der. Ach doch, das war der Stern, alles klar. An den kann ich mich nur zu gut erinnern. Der war cool, aber jetzt muss ich kurz mich. Wahrscheinlich muss ich jetzt wirklich kurz in mich gehen, weil diese Secret-Sterne, die sind manchmal so verdammt schwer versteckt. Und ich hoffe wirklich, dass der nicht allzu krass ist. Also hier am Start, glaube ich, ist er nicht, weil ich habe hier beim ersten Mal, als ich dieser Galaxie gespielt habe, den Start komplett abgesucht, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht. Deswegen glaube ich, im Start ist er wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es auch wieder irgendwie ein Gummiluma oder so. Deswegen sammle ich hier schon mal direkt die Sternteile alle ein. Würde ich auf jeden Fall nicht ausschließen und aus irgendeinem Grund kann ich jetzt schon direkt weiter.
Ich weiß nicht warum, aber okay. Habe ich nichts gegen, du. Ich denke mal schon, dass das hier überall ist ein Stern, da muss ja hier irgendwo ein Gummilama sein. Habe aber beim ersten Mal gar keinen gesehen. Oder vielleicht doch? Nee, doch nicht. Dachte zumindest, dass ich einen gesehen habe. Ein bisschen die Kamera, kann ich die nicht verändern? Die ist gerade ziemlich scheiße. Okay, jetzt ist es wieder besser. Oh Gott. So, dann lass uns mal hier mal. Oh Gott. So war das nicht gemeint, Mario. Du hast da keinen Wandsprung, mal keine Artistensprünge jetzt hier, bitte. Oh mein Gott, Mario, du hast einen Job und hast ihn richtig schön gefailt. Moment, was ist denn da? Stopp mal. Stopp mal. Oh fuck, okay, ja gut, das war jetzt nicht so. Das war jetzt nicht dieses Gelbe vom Ei, der Sprung, aber würde uns jetzt nicht interessieren, weil hier ist was. Was haben wir da, Nintendo? Ich hoffe, da ist irgendwas, was mich weiterbringt hier. Oder ist das einfach nur ein Secret Way Up oder so wie eine unbrauchbare Aria? Irgendwas muss doch da sein, Nintendo. Das kann doch nicht euer. Wow, Nintendo. Toll. Da denkt man sich natürlich als Spieler auch mal. Oh mein Gott. Und wurde heftig getrollt. Leck mich, da dachte ich echt, ich hätte was gefunden, du. Da dachte ich kurz, ich hätte was gefunden. Aber das war ja auch Aria im Sternnummer. Ja, klar. Im Stern. Lass mich kurz überlegen. Welchem Stern das war. Das ist jetzt ein risky Jump gewesen, aber komm. No risk, no fun. Das war jetzt gerade ziemlich selten. Dämlich. Fuck. Oh, hier sind ja noch Sternteile. Die sollte ich mir natürlich einzacken, wenn es geht. So. Alles klar. Weg hier. Münze, meinetwegen. Upsala. Ja, klar. Ist klar, du Spacken. Gottes Willen. So, haben wir die. Wieder voll. Oh nein, Moment, ich muss kurz wieder zurück. What? Ich will nämlich die gerne alle bekommen. Das geht aber leider nur, wenn Mario hier schön kontinuierlich jumpt. Okay, haben wir die alle. Oh, so ein One-Up. Episch. So, dann lass uns die alle noch holen und dann haben wir ja wieder alles zusammen. Ich würde jetzt hier auch nicht schneiden. Ne? Zu viel schneiden ist ja auch doof. Jetzt lässt nämlich einer beschwert in den Kommis. Dass ich zu viel schneide bei den SMG-Videos. Der Kommentar wurde auch aus irgendeinem Grund gesperrt von YouTube, deswegen. Ich habe halt den Kommentar bei Spam gefunden. Falls ihr euch wundert, warum dieser Kommentar nicht bei euch erscheint, in letzten SMG-Parts war das, glaube ich, in irgendeinem, hat sich da jemand beschwert. Aber das ist ja auch total verständlich. Ich find konstruktive Kritik immer gut. Und, bin auch sehr dankbar, wenn mir einer Kritik schreibt. Oh mein Gott, das ist jetzt zwar kein Rumgesülze, also es sollte jetzt kein Rumgesülze sein, zum Beispiel sowas wie gutes Video. Solche Kommentare, die mag ich auch eigentlich nicht. Ich meine, ich hate diese Kommentare jetzt auch nicht. Ich sag jetzt nicht, dass die Kommentare scheiße sind oder so. Aber irgendwie gefallen mir diese Kommentare nicht. Ganz ehrlich. Hier sind noch jede Menge Sternteile. Die würde ich auch gerne noch alle haben, aber ich glaube, das wird gar nicht möglich sein. Ja, doch, doch, doch. Das passt schon. Ja! Weg hier. Weg hier. Raus hier. Spaß, ne? Sind ja nicht bei RTL, ne? Oh mein Gott, dieses Raus hier, dieses nervt mich. Das bleibt mir wahrscheinlich jetzt ewig im Kopf. Tatsache, hier ist einer. Hey, du da. Hast du keine Sternenfalle? Ich will Sternenfalle essen, ganz viele. Komm schon, gib mir ein paar Sternenteile. Du Pescher. Meine ich 80 erste verwandle ich mich. Ja, 80 haben wir, Digga. Gut, dass ich Sternteile gesammelt habe. Sonst hätten wir jetzt hier noch verwahrlos welche suchen müssen. Das war's. Mein Bauch ist voll. Wollen wir mal loslegen hier. Verwandlung! Du Pescher. Ey, pass mal auf. kennt ihr diesen legendären Clip von diesem Antoine? Ein neuer Planet wurde geboren. Cool. Diesem Du Pescher. Der ist echt so geil. Da habe ich mich beim ersten Mal, als ich ihn gesehen habe, echt kaputt gelacht. Dass es so minder bemittelte Menschen auf der Welt gibt. Oh, Silbersterne am Start. Nette Idee. Euch. Oh! Kann man ihn nicht besiegen? Fuck. Das wusste ich nicht. Ui. Oh mein Gott, ich dachte gerade, da verfoltert mich. Genau, da foltert mich einer. Da folgt mir so ein Gegner von denen. Komischen Hirnbe-ersudelten Spassen. Aber nein, ich sag falsch. Das ist nämlich auch wirklich vorteilhaft.
Ich habe gerade nicht. Oder habe ich, glaube, oh, jetzt habe ich natürlich ein Leben weniger. Kaum wollte ich sagen, ich habe nicht viele Leben. Und das Korrigieren habe ich natürlich ein Leben weniger. Ist klar. Ja. Ist legitim. So hole ich eigentlich diese Sternteile gerade. Ich weiß es nicht, aber komm, Yuki. Mit dem Long Jump ist das, glaube ich, ganz easy möglich. Ich glaube, ich muss ja auch wieder weg, weil fehlt uns noch einer, ne? Sonst, ja, da ist er auch. Oh, bisschen Beilung. Kommt er auch hier zusammen? Das wäre wirklich cool. Oder kommt er am Start zusammen? Das wäre natürlich auch legitim. Man muss noch einen extra Weg laufen. Toll. Ich glaube, da kann man einfach hinjumpen. Das sollte kein Problem sein. Ja, perfekt. Haben wir den. Easy, Junge. Haben wir echt schnell die Sterne geholt bisher. Wirklich geil ist das. Können wir tatsächlich noch eine... Aber wir haben jetzt gar keine neue Galaxie mehr. Jetzt wird es eigentlich zum Boss gehen. Jetzt fehlt noch... Fehlt noch 100... genau. Es fehlen noch 100 Sterne, genau. Wir sind ja nicht in SMG 2 hier. Es fehlen jetzt noch genau 21 Sterne. Ne, 22 Sterne. Wenn man den 121. zuzählt. Gut. Aber den schaltet man ja nur frei, wenn man das Spiel mit Luigi und mit, Dixbus. Mario. Genau, mit Mario. Mit wem denn sonst? durchspielt. Weil ich werde das Spiel jetzt nicht mehr mit Luigi durchspielen. Werde ich vielleicht mal irgendwann später machen. Und dann erst hat man das Spiel richtig zu 100% gespielt. Aber das finde ich eigentlich unnötig. Aber ich trotzdem werde ich es irgendwann mal machen, wenn ich Super Mario Galaxy wieder anpacke. Ja, hat denn der Tod noch was für mich? Guten Tag. Ich glaube, du hast gar nichts für mich, ne? Gut. Wie es ausschaut, haben wir auch keine neuen Kometen mehr. Bedeutet, wir werden mal einen Gumeluma aussuchen müssen. Da ist noch eine neue Galaxie. Achso, das ist die hier wahrscheinlich, die Bossgalaxie. Ich glaube, sonst haben wir gar nichts mehr. In der Küche fehlt, sind nur 4 Galaxien. Und wurde mal, was ist denn der? Maschinenraum fehlt uns noch eine. Kann man denn, haben wir denn die schon freigeschaltet? Ich guck mal gerade, Maschinenraum. Müsste ich ja einmal hier hoch. Sollte auf jeden Fall kein Problem sein, da hinzukommen. Schauen wir mal. Hier. Da fehlt uns anscheinend noch eine. Was? Wieso? Oder gibt's da? Aber es wäre dumm. Genau die hier fehlt uns noch. Hey? What? Wieso kann ich die? Hey, what the fuck? Hört mir die erst später frei? Leute, schreibt mal bitte in die Comments, für die Leute, die bis hier geschaut haben, wie man die freischaltet. Gut, wo widmen wir uns noch mit einem Gumeluma? Wo war denn, wo ist denn der nächste Gumeluma? Bitte mal kurz. Karte aufmachen. Geht das nicht irgendwie so? Kann man, muss man echt zu Karten? Ah, mein Gott, da gehe ich halt runter. Aber, ja, du wurdest gefuttert, mein Freund. Das freut mich ja. Dann lassen wir hier gerade gucken. Gumelumas. Da ist noch einer bei der Küche. Ich glaube, beim Badezimmer haben wir ihn auch schon. Dann lass uns doch mal gerade zur Küche gehen. Da ist nämlich noch einer nicht gefüttert. Also. Hi there. Was willst du haben? Ich hab Sternteile, ja. Alles gut. Es nervt immer, dass das jedes Mal kommt. Ich will es auch nicht jedes Mal vorlesen, aber. Ja, du willst 600, das habe ich doch locker. Nimm. Friss. Ja, auf jeden Fall die 100 Sterne heute noch schaffen. Das war's. Mein Bauch ist voll. Dann wollen wir mal loslegen, ne? Verwandlung! Oh Gott, Alter, meine Stimme geht gleich weg. So, die neue Galaxie ist geboren. Sehr nice. Dann können wir mal gerade hier hin. Und uns die mal angucken. Tränengalaxie. Oh, das hört sich aber traurig an. Ausbruch der Riesenaale. What the fuck? Ah. Die sind mit Riesenaalen gemeint. Ich dachte schon gerade, what the... Und der ist auch wieder da, der... Pinguin-Senpai. Hey, wir landen gar nicht bei dem. Verarsche? Genau, Mario fliegt immer einmal rum, genau. Für die Zuschauer. So, was willst du uns sagen, mein Freund? Tränengalaxie. Seltsamer Name. Scheidische Riesenaale. Achso, das ist Akzent. Okay, gut. Scheidische Riesenaale aufgetaucht sind, können wir keine Fische mehr fangen. Ah, das tut uns aber. Das tut uns vor allen Dingen. Genau. Mario ist schizophren.
ist es raus jetzt. Offiziell. Muss man grad. Boah, Alter, was. Ah, nein! Wieso habe ich den weggeschossen? Oh, ich bin so ein Vollpfosten. Und ich mir halt einen neuen. Why not? Na, du Drecks. Riesenaal. Hier sind überall diese Truhen. Oh, ich will nicht, dass meine. Sag mal, bin ich jetzt gerade so blöd, diese dumme Truhe zu treffen? Oder was ist jetzt hier los? Verstehe ich das richtig? Oh mein Gott! Da war einfach nur was drin. Alles klar. Verstehe. Bing, 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 bing. Hä? Lol, da war ein roter Panzer. Und den will ich haben. Sind die zielsuchend? Wäre voll geil, wenn die zielsuchend wären. Da könnte ich mir nämlich ganz easy hier cheaten und. Oh mein Gott! Die sind ja auch so der Party. Gar nicht mitbekommen. So, ihr Grattler. Wo treibt ihr euch denn rum? Da ist zum Beispiel ein richtig frecher Dachs. Na, mein Freund. Nimm das! Bam! Und down. Also, so eine Aufgabe ist das. Oh, diese Dinger sind Biest. Alter. Die sind wirklich nicht so. Die sind wirklich nicht da, um zu spaßen. Die verfolgen ja ein bisschen den Tod. Das ist ja wohl. Boah. Nervt auch irgendwie. Sag mal, Mario, kannst du mal bitte nach unten? Sollst nach unten. Diese dumme rote. Da ist auch noch eine. Die sollst du bitte nehmen. Ja, genau die. Ja, genau die. Ja, genau du. Bin ich gerade voll. Oh mein Gott. Nein, du sollst jetzt nicht nach oben gehen. Du sollst einfach nur diesen Drecksaal da treffen. Ja, aber ich glaube, wenn ich jetzt abschieße, dann sollte ich den ja treffen. Bam. Alles klar. Ease. Ja, macht doch eigentlich Spaß. Netter 100er Stern, aber. Ja, ich glaube, es ist auch nicht. Ja, der trifft mich, glaube ich, jetzt. Nee, doch nicht. Alles klar. Wo haben wir denn jetzt wieder so eine Red Shell? Mann, wo sind die abgeblieben? Hey. Gibt's ja eigentlich noch einen Stern? Ja, genau. Komm doch, Alter. Ja, komm. Meinetwegen, geh doch kaputt. Sag mal, was ist denn das jetzt hier? Ich finde jetzt diese dumme Red Shell-Position. Da ist sie. Okay, sehr nice. Ja, nicht gleich rumflamen hier. Oh, fuck. Ist das der letzte Dude? Dann hätten wir es ja. Bam! Nimm das. Das ist der letzte Dude. Okay. Will ich aber schon gar nicht Stern dann noch haben. Die fallen jetzt da runter. Wie geil ist das denn? Okay, ja, gut. Ah! Nein. Tu mir nix. Ach Gott, das habe ich mich. Lol, ich habe mich nicht treffen lassen. The fuck? Dann gucken wir mal gerade, wo ist denn der Stern jetzt gespawnt? Auf dem Schiff irgendwo. Da. Oh, komm. Da bist du. Mega nice. Mega peace. Okay, ich höre jetzt schon auf mit diesem ganzen. Egal. Oh Mann. Cool. 100 Sterne haben wir jetzt zusammen. Sehr nice. Ja, Mann. Und die Galaxie ist auch komplett, das heißt. Nächsten Part, und ich habe eine neue Galaxie entdeckt. Ah, jetzt schaltet sich die Frage. Also im nächsten Part gibt es dann diese Galaxie. Nice. Also dann, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part von Super Mario Galaxy oder in einem der nächsten Super Mario Odyssey Parts. Das ist jetzt nämlich das einzige Projekt, was ich momentan noch so. Achso, nee, Mario Kart 8 habe ich noch vergessen. Und New Apocalypse, ne, egal. Ich höre jetzt auf mit diesen ganzen Palabern hier. Das Video ist ja nicht da, um Werbung zu machen, sondern um zu unterhalten. Deswegen hoffe ich, hattet ihr Spiel Spaß beim Schauen dieses Videos. Like wäre awesome. Wer noch nicht abonniert hat, der abonniert bitte, weil wir stehen kurz von den 100 Abonnenten. Für die es noch nicht wissen, ich wurde irgendwie gebottet von irgendjemandem. Der hat mir 10 Abonnenten irgendwie gegeben, weil der mich Multi-Account hatte. Ja. Für die als Aufklärung. Egal. Ciao.